grüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 15 und mit dem Up from the Road. Hallo mit dem Robert und wir müssen ganz schnell machen. Nein! Robert, gerade so schnell, du musst die Aufnahme anfangen. Wir müssen den Scheiß kaufen. Naja. Nein! 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 Der Robert verkackt alles. Also, das bin nicht ich am Controller. Hier, ich kann klatschen für euch. Oh, verdammt, ey. Ach, Robert, was kannst du? Muss man nicht schnell sein, das kann ich nicht. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich glaube, ich bin einfach zu scheiße dafür. Mann, wie schnell sind die denn bitte? Das ist doch. Es gibt keine, ja, jetzt gibt's keine, es gibt's keine mehr. Jetzt hat Robert alles kaputt gemacht. Ja. Danke, du hast unsere Wirtschaft zusammenbrechen lassen. Weil also dafür hast du jetzt so schnell anmoderiert. Pass auf, der Tobi macht das. Pass auf, ich zeig dir mal, wie man das macht. Jetzt bist du gerade auf Silber. Das reicht ja. Oh. Ja. Warte, guck mal. Guck mal. Ja, es gibt's einfach keinen zu mehr. Ist natürlich, ich will wenigstens einen. Ich glaube, du kriegst keinen mehr. Siehst du direkt wieder auf dem Preisvergleich? Nein. Gebot 250? Wo bist du? Weg bin ich! Komm weiter! Ruhe, ja! Die können wir jetzt zuweisen. Also zumindest, ich mach dir einfach mal alles an Fein. So. Ja, damit wir die erstmal haben. Genau. So. Jawohl. Wir können es natürlich nochmal mit Gold versuchen. Ja. Aber gut, wir sind unser Geld bekommen. Das schaffst du nicht, ich weiß nicht, da sitzen wahrscheinlich irgendwelche Kunden davor. Okay, gut, das gibt's jetzt für 250. Wenn wir selbst die gehen, die müssen schnell weg. Ich glaube, man muss das für Silberverträge machen, kann das sein? Ich finde das hier nicht. Alter. Der hier oder die laufen jetzt zum Beispiel seit 50 Sekunden oder so. Ich gehe jetzt einfach mal ganz hinter. Der läuft seit 8 Sekunden! Der läuft seit 10 Sekunden! Der läuft seit 12 Sekunden! Der läuft seit 15 Sekunden! Ich glaube, du kriegst keinen mehr. Das muss doch im Rahmen des Möglichen sein, ja. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Es ist unmöglich! Was für Sucht die. Ah, oh, was. Ist schön auf dem Preis. Ich hätte den bestimmt gekriegt. Keine Ahnung, vor allem die sind zum Teil 3. Sie sind zum Teil 3 Sekunden drin und sind dann einfach instant weg. Das ist jetzt schon die failigste Folge EU. Die absolut beste Folge. Das Alter. Man könnte jetzt mal schauen, wenn du mal. Weiß nicht, ob das bringt. Ich glaube, schon auf der letzten Seite. Ich glaube, das wird echt. Gut, Alter, was? Sinnlos! Mal, geh mal zurück. Na, ich mach die Seite noch durch. Du kriegst keinen. Ich dachte, Kurse. Okay. Einfach mal Silber reingehen. Oh. Ja, das einfach, nur. Einfach nö, auf dich höre ich nicht. Und dann, nee, geh mal zurück. Einfach mal Maximalpreis 150. Weil ich hatte eben gesehen, dass er. Nee, was er mir nicht sofort kauft. Achso. Weiß ich jetzt. Okay, auch gut. Gibt's noch nichts. So, wir gucken mal, ob wir hier noch was kriegen. Wenn ihm direkt einfach die. Wie keine Treffer. Ja, das würde ist, dass diese Manager-Verträge direkt am Anfang sind und man dann erst einmal hinterscrollen muss. Wer will Manager-Verträge? Ja, die wirst du auch irgendwann noch brauchen, aber. Ey, ich mach das jetzt so lange, bis wir irgendwann der Erste sind, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, das wird jetzt einfach eine 30 Minuten. Ja, das Folge wird eine mit. Schöne Folge heute. Oh, es gibt Gas, Junge. Nein, das Alter, ist das nicht ist unmöglich. Fassen, jawohl! Okay, weiter! Nein, ja, nein! Ich kann nicht klicken! Wir haben kein Geld mehr! Oh! Wir haben uns, Mist. Wir haben uns verzettelt. Wir machen noch ein Spiel.
Scheiße. Das war jetzt auch. Wie, warte, jetzt will ich aber erst nur wissen, wie viele wir haben. Drei? Na, doch, mindestens fünfmal so viel. Genau, ich starte eine Einzelspielsaison. Was ist denn, gibt's denn eigentlich, was gibt's denn für Online-Turniere? Also? Kann ich dir gleich zeigen, Alter. Ich glaub, will erst wissen, warte mal, bei wem könnten wir jetzt mal beispielsweise... Ich wette mit dir, wir haben drei. Unserem Torwart können wir zum Beispiel verlinken, so. Warum haben wir so viele Worte? War das noch welche? Du nein, nein, ich hatte noch... Nein, wir haben die jetzt alle gerade gekauft. Wir hatten doch aber wir haben die hier. Ja, ah, das, na, das, doch, ja, das sind die drei Standard-Dinger. Ja. Hatten wir nicht einen goldenen gekauft? Nee, ich glaube, die haben wir doch auch nicht mehr gekriegt, ey. Warum habe ich den jetzt angewendet? Ach komm, Freunde. Das ist ein cooler Torwart. Der Torwart ist echt cool, ja. So, das haben wir natürlich alles für Verträge ausgegeben und haben kein Geld mehr für irgendein Spiel. Oh, was musst du eigentlich noch so für Aufgaben machen? Die kann ich dir mal zeigen, die sind nämlich ganz schön scheiße. Ich sag mal so, ein Großteil geht. Eine Partie in einem Turnier, okay. Gegen das Team der Woche antreten, okay. Fitnessobjekten, okay. Chemistry Style, okay. Vereinstrikot ändern, okay. Vereinsball, Vereinswappen, Vereinsstadion. Das ist scheiße mit dem Green Squad, aber der Rest ist ganz easy eigentlich. Was ist denn ein Achso, dieses Streamscout, das wo man sich selber so ein Zimmer stellen kann. Ja, genau, genau. Das ist aber ganz schön. Ich glaube, das ist auch eine Neuerung, oder? Ich glaube, das gab's noch nicht so. Wir können das ja mal ganz kurz zeigen, Moment. Das sieht dann, so aus und da würden wir jetzt zum Beispiel... Achso, wir müssen jetzt selber... Also, was wir würden jetzt zum Beispiel sowas hier nehmen. So, würden das als Konzept wählen. Hätten und hätten jetzt die Mannschaft hier. Die ja. Könnten wir uns quasi nur taktisch zusammenlegen. Ja. Das ist eigentlich ganz schön sinnlos. Ne, ich glaube, das ist sowas wie, das, ich glaube, das ersetzt eigentlich fast die Seiten wie Foothead und so eine Scheiße hat alles, wo du dann die ganzen Mannschaften schon so zusammenbauen konntest und geschaut hast, wie viel das, gut, ich meine, wie viel das kostet, siehst du ja gar nicht, oder? Was? Die Spieler? Ja, oder? Ja. Du kannst, doch, du kannst dann durch Typen ersetzen machen. Das sind übrigens die Turniere. Das können wir theoretisch auch machen, wenn wir, wenn volles Gold hier haben. Könnte man. Aber wir machen erst die Saison. Wir machen, ja. Wir machen ich habe ja auch gesagt. Du willst nur mein Konzept, du willst nur mal. Ich habe das doch genau gesehen. So, gehen wir wieder hier hin. Für was wurde einfach der FC Brotstick angelegt? Ich dachte, man kann zwei Mannschaften machen und kann halt mit der anderen unabhängig von der ersten spielen. Aber dem war ja nicht so. So, und ich könnte jetzt zum Beispiel hier Aktion, jetzt könnte ich... Ne, warte mal, wo ging das? Bei einem leeren Feld kann ich jetzt auf... Spieler hinzufügen, jetzt kann ich Streamscott-Spieler durchsuchen. Und da würden jetzt ein paar Spieler kommen und die könnte ich dann hinzufügen. Eigentlich völlig sinnlos. Ja, das ist ja total easy, oder? Nee, du kannst die ja nicht spielen. Das heißt, wenn du jetzt Messi da hinzufügst, dann wird das Team auch zu einem Konzept-Team nur. Ach so, okay. Ja, ist okay. Nee. So, unsere Spieler haben wenigstens neue Verträge. Wenigstens das. Zumindest einer. Zumindest einer. So, und ab dafür. So. Ja, das sind gerade Insider. Kauft euch keine Beats-Kopfhörer, die fallen nur runter. So. Ich bin hier mal wieder in deinem wunderschönen Stadion. Im Los Containeros. Olympia FC, 72-53er Chemie und einen irischen Pedo als Trainer. Er hat bestimmt einen Pace-Stürmer. Linker Flügel. Er hat keinen Leihspieler. Da wäre ein blauer Rahmen drum. Aber irgendwie, die ganzen Gegner, auf die wir treffen, haben irgendwie kein so wirkliches System in den Mannschaften. Die haben alle keinen Robert. Genau. So, ab dafür. So, ein Sieg würde uns ja jetzt schon mal die Meisterschaft einbringen. Aufstieg? Die Meisterschaft? Achso, den Aufstieg, ja. Ich sag doch, die haben keinen Torwart. Oh, wie spielt er das? What you gonna do? Mist.
Bist du eigentlich dann von dem Geld dann jetzt wirklich einen Stürmer holen oder weiterhin Verträge holen? Oder? Na, Verträge haben wir jetzt erstmal ein paar, also ja, für den Fall der Fälle. Ja, gut, stimmt. Fand den jetzt gar nicht so verkehrt. Die verstehen sich blind. Ich frag nochmal, what you gonna do? When I outplay you. Übrigens, es wurden ja, da bin ich jetzt in den letzten Folgen gar nicht drauf eingegangen, und zwar wurden ja auch schon ein paar Namen fürs Team vorgeschlagen. Ich muss mir die nochmal irgendwann auf den Zettel schreiben und muss mir dann nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, was man da jetzt nehmen könnte und was nicht. Ja, aber dieser Bronzespieler ist echt übelst gut. Was ist denn das für ein Typ? Setz dich da einfach mal easy durch. Das ist ein Biest! Oh oh. Das ist natürlich ein. Wenn der schnell ist, geht er also diese Fackel rein. Das scheint so sein. Was bringt ihm das? Gar nix! Überhaupt nix! Hat er jetzt nur auf den Ballverlust gewartet, bis er das sagen kann, oder? Nein! 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 Aha. Passgenauigkeit von. Null. Ah! Zentimeter! Steht keiner. Ja, wir sind nur noch dabei, unser Spiel hier durchzubringen. Na, nix da, nix da. Was ich auch gut finde hier bei. War sowieso abseits. Was ich ganz gut finde, ich weiß nicht, ob das bei der PS3 auch schon so war, aber bei PS4 war es halt einfach nur, wenn der Ball ins Aus ist und man da hat Einwurf gekriegt, also einfach die ganze Zeit dieses, die Zeit weiter lief, während der Spieler den Ball geholt das hat. Ist tatsächlich, glaube ich, auch nur ein PS4-Feature. Sag mal. Aber das hat zum Teil so genervt, du bist in der 90. Minute, liegt 1-0 hinten oder so. Ja. Und der Ball geht ab. Und der findet, dein Spieler findet einfach Ewigkeiten keinen Ball. Und, zum Teil dauert das in 3 Minuten oder so und dann ist einfach die Verlängerung, sag ich schon. Die Nachspielzeit, Dorf, Ball holen zu Ende gegangen. Ich sag mal so, um mal ganz kurz nochmal auf die Demos zurückzukommen. Ein großes Ding, was ich ja wirklich auch gut finde bei der PES-Demo, du kannst dort Spielzeit bis zu 10 Minuten einstellen. Und bei FIFA hast du nur 4 Minuten oder 3 Minuten oder was das war. Nein! Ist nur Bronze. Ah, dafür macht er seinen Job nicht ganz schlecht, ey. Hallo? Ja, es ist ein knappes Gerät. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Renn, Kollege. Putz! Torjubel. Oh, jawohl. Ich dachte, er kommt nicht mehr. Doch. Es gibt ja, oh, ich weiß nicht, ob ich den Torjubel finde, aber da habe ich ganz, ganz komische Assoziationen zu. Müssen nachher nochmal überlegen, ob ich den finde und wie ich den vor allem finde. Weil da, also bei dem Torjubel habe ich, also da. Das zeige ich dir dann vielleicht mal. Okay. Ja,
Und der Kollege will es aber wissen. Also wenn du die Bälle so nah an mir vorbeispielst, Junge, muss ich dir, glaube ich, mal zeigen, was dann passiert. Jetzt willst du ihn rausspielen. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ah, der, dieser Kater. Ganz schön in der, ganz schön der Pace-Move. Wo der da die Linie lang stratzt. Stratzen? Ist das ein Wort? Ich dachte schon. So wirst du mich. Ist wahrscheinlich nichts für den. Ne? Ist wahrscheinlich so. Okay, lass mich mal was. Das ist mal. Ja. Ich glaube, das ist kein so ein Wort, was man. Ich glaube, das ist also umgangssprachlich. Ist es? Also, ich benutze das nie. Du benutzt das nie? Ist. Okay. Das ist halt, warum man. Mann! Weil man nur ein Bronzespieler ist. Mann. Guck doch mal, der. Der ist. Ach, das ist. Ja, Kollege, du meinst, ne? Hier, guck mal. Er spielt da weiter, so knapp an dir vorbei. Ja, Kollege, komm. Oh. Oh, und dann hat er so ein Glück, ne? Kollege, da steht keiner von dir. Ich dachte schon, der Fall Freistoß, aber da hätte es Proteste bei der DFL gegeben. So, wie tut's stehen tun? 1-0 für mich tut's stehen. Olympia FC. Hm. Wahrscheinlich eher so Paralympics. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber. Kommt schon ganz gut hin. Ah, der bemüht sich Fußball zu spielen, der Tobi. Der bemüht sich. Das hat er. Das nennt der Abiturient antizipieren. Gib den Ball. Handspiel! Handspiel! Warum pfeift er das nicht ab? Du schickst den wieder lang, das war klar. Und den schickst du auch lang. Und jetzt willst du in die Mitte ziehen. Und du willst. Schaffst das. Oh. Nein! Nein! Scheiße. Durch einen Abpraller. Really? Jetzt packt er die absoluten Skills an. Das war auch vorhersehbar. Lange nichts mehr von diesem vom Adrian zu sehen gewesen. Ist ja gut, ich habe. Schönes Lärm, gut. Vom Torwart, ja. Fand ich auch. Der wird umgenietet. Noch eine mitgegeben, ja. Na, guck, habe ich ihn verunsichert. Guck, wo er den Pass hinspielt. Und Achtung, genau hingeschaut. Nicht zufriedenstellend. Kurz untergetaucht und dann wuchtet der einen raus. Was machen die da? Ich mache einen schwarzen Balken drüber. Oh Mann. Ja, Kollege, komm, lauf mal vorbei. Was glaubst du, was dir das jetzt bringt, ha? Huh?
Oh, willst du tricksen, hä? Tricksen willst du? Tricksi. Oh, das war schlecht. Oh, das war noch schlecht. Schlechter. Liegt da ohne. Ist er ja, Adrian ist jetzt gerade, also dem brennt gerade alles. Na, was versuchst du, Kleiner? Was versuchst du denn? Oh. Ich wollte den Trick mal mit dem vorbeiziehen. Ich habe vergessen, Kreis zu drücken. Oder X oder was auch immer. Nein! You shall not pass! Ne? Boah. So, Torwart am Stissen. Und das Spiel eigentlich so gut wie gewonnen. Perfekt mit dem freien Raum, ey. Ah, der war auch schade eigentlich. Oh, das war. Nee, das fand ich schon gut. Hallo, andere Seite? Hallo, andere Seite. Hallo, andere Seite. Das ist ja ein Thema, ne? Wenn er wenigstens die Buden noch machen würde, ne? So ein blindes Auge hat er. Oh, er gibt auf. Ich glaube, das war gewollt, ja. Das war auch gewollt. Das war. Ja, secured! Oh ja, voll das Zeitspiel, das finde ich auch nicht so cool. Das würde mich als Gegner auch aggressiv machen, ey. Nö, vielleicht können wir ja ein bisschen den reizen. Andere Seite, sag mal. Der hält sich für nötig zu laufen, ey. Mitte. Robert! Ja, den gib mir bitte keine falschen Tipps. Hättest du besser spielen müssen. So sieht's aus. Bin ich nicht. Wo ist denn? Hey, das habe ich dir überragend gesagt. Ja. 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 Also wie viele Tore was? Hat ein komischer Bronzespieler mittlerweile geschossen? Ich glaube, vorhin waren es 4, jetzt müssten es 6 sein. Also wirklich für Bronze, also da gibt's schlechtere. Ist ja jetzt auch nicht so, dass der mega langsam ist. Ja. Oh, der hat sich gezerrt. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Warte, das tut mir leid. Willst du einen Ball haben? Oh, schade. Nächstes Mal, Tim. That's good. Das Ding ist eigentlich schon gelaufen. Die Messe ist gelesen, die Zuschauer gehen nach Hause, die Kinder freuen sich, der Tag ist gerettet und noch ein Tor. Ich hab's ihm vorgemacht. But. So. Wir können natürlich in der Folge noch den, weiß nicht, Stürmer. Willst du den Stürmer jetzt austauschen oder? Den Stürmer könnte man kaufen, wenn man es denn wollte. Auch noch in dieser Folge. Wir sind übrigens jetzt schon Aufsteiger. Ja, noch ein Sieg fehlt. Yes. 2000 Münzen. Riecht dir, Robert. So. Er ist ein absolutes Ass. So. Übrigens, dieses Team der Woche, nur um dir das mal zu zeigen, das habe ich nämlich auf dem anderen Account schon gemacht. Wenn ich jetzt einfach nur gegen diese Mannschaft spiele, auf diesen Schwierigkeitsgraden,
kriege ich Münzen. Ab Weltklasse wird's mit meinem Team so ziemlich unschaffbar. Keine Ahnung, eigentlich, du musst ja diese Challenge musst du ja auch noch machen für dein... Nee, nicht für das hier, oder was meinst du? Doch, nicht. War es das Team der Woche? Gegen das Team der Woche antreten, ja. Da oben aus, die Nummer 2. Finde ich nicht. So. Ach so. Obwohl der eigentlich trotzdem besser ist als dieser Stürmer, den du vorhin, diesen Torhüter, den du vorhin für 150 einfach verkauft hast. Das war schon wieder witzig. So, Stürmer. Gold. Oh, ich war bei den Objekten. Ich wollte einen Vertrag auf der Stürmerposition. Kann ich hier nicht einfach auf Stürmer eingehen? Kannst du machen, ich glaube, da kriegst du vielleicht auch noch außen Stürmer. Ja, wir müssen auch wenigstens mal gucken. So, warum was temporeiches. Bei dieser Soriano ist halt nicht so schnell, aber der ist halt einen relativ guten Abschluss. Obwohl. Gut, da kannst du auch diesen Michu oder wie der heißt holen. Keine chinesischen Bohnenmaschinen, sondern. Gucken wir mal hier, wie hier ist er wieder. Wie sieht's mit dem ganz. Ja, mit dem ganz vorne aus. Der hier. Ja. Pass ist jetzt nicht so überragend, was, wenn ich mal überlege, dass ich ja schon relativ viel spiele, also viele Pässe spiele. Dann und dann wäre der Soriano schon eher geeignet. Und dann aber der hat halt nicht das Tempo. Ich brauche mal mit Tempo und Pass. Ja, du könntest natürlich auch einen, du hast ja schon einen mit Tempo vorne drin. Oder? Das hier ist auch nicht schlecht. Oder diesen Iwakina, der ist ein Flügelspieler. Mitsu! Der wäre eigentlich auch ziemlich gut, weil der ziemlich gutes Passen hat, aber der ist halt ein rechter Flügelspieler. Also ich schaue mich noch erhöht. Da. Ihn haben wir ja. Den hat man ja schon mal geschaut, ne? Ich glaube. Ja, gut, okay, obwohl sein Passen jetzt auch nicht so gerade der überragende Wert ist. Den kennen wir. Nochmal einen Adrian. Oh, guck mal, aber hier, er hat auch 65 passen und ich meine, so schlecht ist er ja auch nicht. Martin, ja. Wen holen wir? Soriano oder? Obwohl, nee, der wäre mir zu langsam. Wir können noch den hier nehmen. Ja, der ist rechter Flügelspieler. Achso, ach stimmt, da war ja was. Das wäre eigentlich, würde auch selber hinauskommen, weil du hast ja jetzt auch schon einen rechten Flügelspieler vorne drin stehen. Aber wir wollen ja einen richtigen Stürmer dann haben. Ja. Könnten wir den hier nehmen? Was ist noch schon noch ist? Was man natürlich machen könnte, wäre, wir suchen uns mal einen Spieler. Und zwar. Ah, ne, warte mal. Wo, was ist denn die portugiesische Liga? Ich wollte mal gucken beim FC Porto. Da gibt es hier Jackson Martinez, aber der wird ziemlich teuer sein, glaube ich. Weil der ziemlich stark ist. Wie heißt denn die portugiesische Liga? Keine Ahnung. Das nicht. Norwegen, Türkei. Ah, warte, wir sehen das ja. Russland, Schweiz, Belgien, Argentinien, Portugal. Und FC Porto. Wir suchen jetzt einfach mal. Sorry, Mann, es gibt das Adrian, aber das sieht schlecht aus. Sonst hätten wir nämlich geguckt, ob wir einfach seinen Stürmerkollegen da finden. Das kann dann. Dass der teurer ist, oder was meinst du? Das könnte durchaus sein, ich muss mal so gucken. Weil ich. Nee, es wird einfach keinen. Nee. Es wird einfach kein Spanier geben. Ich sag mal so, das ist ja egal, wenn wir einen Portugiesen. Wobei, dann ist wieder die Chemie zu den hinteren. Wir können höchstens mal schauen, kannst du mal kurz hin. Zu deiner Mannschaft. Wenn du dann halt jetzt nur einen Porto-Spieler da hinstellen würdest. Dann hätten wir schon wieder zwei orange oder zumindest sogar schon rote Verbindungen. Ja. Okay, also lassen wir das und kaufen uns jetzt einen Sturm. Wäre schon fresh. Jo, Jo. Spanier. Kannst du Spanisch? Nein. Schade. Finden wir was für 350? Die üblichen Verdächtigen. Wie wär's mit dem hier mit 79 Tempo?
ist ja auch hier, das ist doch dieser Manu del Morale. Ich meine, er wäre der schnellste von denen hier. Da hast du ja gesagt, sein Passen überzeugt. Ja, wäre eine Möglichkeit. Also ich würde sagen, entweder der oder der. Damit habe ich dir aber mal den zweiten Teil deines Satzes weggenommen. In die aktive Mannschaft. Wie viele Verträge hat er eigentlich noch? Hab ich. Okay, gut. Das habe ich antizipiert. Antizipiert, mein Junge. Das heißt, das ist eine 100er Chemie. Mindestens. Ich habe eine 101er Chemie. Sicherlich. Tut mir leid, Typ da vorne, aber. Das ist echt gut, Alter. So. Ich nehme den trotzdem mal mit. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir beim nächsten Mal? Ich glaube, das klären wir nicht jetzt, das klären wir auch beim nächsten Mal. So, weil dann belassen wir es erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Machen uns beim nächsten Mal den Aufstieg klar und gucken, was wir dann mit den Münzen machen, die wir dann haben. Okay, dann würde ich doch sagen, war's das für heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Up from the Bottom FIFA 15 Ultimate Team. Danke an Robert, ich bin raus, der hat das Schlusswort. Auf Wiedersehen, tschüss. Ciao. We'll be right back.